den schottischen Steve gegen den Golfer Steve. Oder gegen den Tennis Steve. Ja. Wie schon gesagt, Reed wahrscheinlich der Favorit in diesem Set. Da kommt auch wir schon rein. da kommt der vierte Steve, den wir hier schon ansprechen könnten. Stimmt, dann haben wir mehr als zwei Steves in Berlin. Und mehr als drei. Aber. Ja. Berlin ist auch ein großes Bundesland. Mit einer wachsenden Community. Und wir sehen Weep am Minen und am Approachen gleichzeitig gefühlt. Mein Card von beiden. Das ist ein bisschen wie Springseilspringen von beiden. Erst springt der eine übers Minecart, dann der andere. Und. Ah, Schwobo kriegt eine Combo. Up-Tilt, Up-Smash und will dafür erstmal sein Zeug reparieren. Weep geht aber mit dem Minecart rein und versucht die Wecke zu bekommen, bekommt sie aber nicht. Der gute alte Anvil, das gute alte Anvil-Enden, davon kann Zebra auch Lieder singen. Da kommt das nächste Minecart, beide am Main. Beide wollen sich auch gerade nicht wirklich approachen, weil sie sich denken, lieber will ich den Diamanten haben. Weep hat sogar schon Diamantzeug. Schrobo gerade auch gecraftet und Schrobo hat schon den zweiten Diamanten auch schon im Inventar. Aber hier verliert er den Diamanten, denn Weep killt ihn. Aber da der zweite Diamant gecraftet, Weep hat schon seinen nächsten Diamanten im Inventar. Und kriegt hier auch schon die Combo. Hat den Müll gerade nicht so ganz hinbekommen, aber immer noch guter Damage. Geht wieder zur Stage. Schrobo schafft es gerade nicht ganz. Weep im Zaun zu halten. Aber Weep lebt noch. Okay. Und baut sich so eine Sicherheitswand. Aber Schrobo macht das nicht aus, er wirft einfach nach oben. So, beide am Main mal wieder. Schrobo versucht irgendwie die Wand kaputt zu machen, aber Weep will sich. Und Weep wird geabsmashed von Schrobo. Na gut. Beide noch einen Diamanten im Inventar. Ich weiß nicht, wie viele Weep gerade im Inventar hat, aber Weep kann sich auf jeden Fall erlauben, nochmal Diamantzeug zu machen. Außer Schrobo killt ihn jetzt. Dann ist das nahezu eine Zero to Death, aber Weep kommt aus der Corner raus mit dem Minecart, dem klassischen Steve Move. Und wir haben gerade gesehen, Weep hat sich Diamantzeug gemacht und hat immer noch einen Diamanten im Gepäck. Also er ist ein fleißiger Miner gewesen in den vorherigen Stocks. Mal sehen, wie Schrobo es schafft, den Stock noch zu ziehen. Es ist aber gerade sehr even. Es ist super even. Was man vielleicht nicht so denkt, wenn man das Set hört. Mhm. Aber beide schaffen es gerade irgendwie noch zu leben, wollte ich gerade sagen. Und dann wird Schrobo von der Wecker getroffen. Aber keine Sorge, Schrobo hat immer noch einen Diamanten on deck. Oh. Ich glaube, da hätte er Upsmash drücken können. Vielleicht kam er einfach nicht raus. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall beide gerade viel am rumfliegen und rumschießen. Schrobo hat aber gerade ein bisschen Probleme, den Stock zu holen. Und da stirbt er einfach. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber irgendwie ist er so. irgendwie ist er gerade gegen fünf Blöcke gleichzeitig geflogen oder so. Auf jeden Fall. Weep holt das erste Game. Auch mit zwei Stocks. Mit zwei Stocks. Das ist schon eine Ansage für das erste Game. Oh ja. Mal gucken, ob Schrobo es noch schafft, das nächste Game zu ziehen. Oder ob Weep hier mit dem zweiten Game auch nach Hause geht. Aber wir werden es sehen. Schrobo bleibt bei Steve, weiß, dass es wahrscheinlich sein bester Charakter ist und sein bester Pick. Es lief ja auch eigentlich ganz gut bis zur letzten Minute oder so, wo Weep dann wieder die Oberhand gewonnen hat und beide meinen erstmal. Und da fängt er auch schon an. So. Oh, der Downsmash hat ihn nicht getroffen. Ein paar Sekunden. Bei Steve hätte ich mir aber auch vorstellen können, dass er hätte treffen können. Und da kommt der Up-Tilt-Back-Air, auch ein klassischer Kill-Confirm von Steve. Aber und zwar gerade treffen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Weep so am Dominieren ist. Und Weep kriegt hier die nächste Combo. 60% auf Schrobo. Kriegt den F-Smash nicht. Der F-Smash klangt mit dem Jab von Steve. Und Schrobo ist witzig.
Und Reed baut das F. Aber verkackt das F zu bauen, ein bisschen. Muss man aber auch dazu sagen. Beide gerade immer noch am Main. Strobo bringt Reed gerade in die Corner, aber da ist Reed wieder raus. Und Strobo ist auch wieder raus aus der Corner. Beide kämpfen gerade ein bisschen ums Center Stage. Für Strobo auf jeden Fall wertvoller, weil Strobo möchte unbedingt diese Stocks wiederholen. Ich weiß nicht, ob das ein Missile-Put war, aber das sah nicht so gewollt aus, diese Side-Beat. Aber beide wieder am Main. Die Frage ist, ob Strobo jetzt unbedingt möchte, dass Reed wieder Diamantstuff hat, weil man muss dazu sagen, Diamantstuff super gut zum Snowballen, vor allem Steve super gut zum Snowballen. Dieser Charakter ist ein Schneeball an sich gefühlt. Ja. Sieht man auch schon an den weißen Klamotten, die Reed trägt. In Real Life und im Spiel. Ja, und da steht wieder die Mauer mitten auf der Stage. Beide trauen sich nicht reinzugehen und Reed kommt mit der Dash-Tag rein. Reed könnte sich auch erlauben, ein bisschen zu chillen, aber denkt sich, nein, ich möchte das Game schnell beenden und stirbt auch nicht bei 160 an der Diamant-Dash-Attack. Oh! Das hat nicht connected und dafür kriegt er den Anvil direkt auf den Kopf. Aber er hat ja noch zwei Stocks. Genau, er hat noch zwei Stocks. Mal sehen, ob Strobo es schafft, diese beiden Stocks noch zu ziehen oder ob Reed jetzt das zweite Game schon holt. Oh, der F-Smash trifft nicht und da kommt das. Da kommt der Spike. Taste of your own medicine. Das ist wirklich das. Das ist ein bisschen das Theme von dem Set. Ja. Beide wissen jetzt, was für Qualen sie in den Herzen der anderen Spieler anrichten. Ja. Ich kann ja einmal gucken, gegen wen die anderen gewonnen haben, solange wie die anderen gegen wen die beiden gewonnen haben, solange wie die beiden bannen. Das müsste im anderen. Ich weiß nämlich nicht, vielleicht. Vielleicht hat Strobo dann die Q-Win oder so bekommen. Ich weiß nicht, ob es so geseedet war, dass er es schafft. Und ja, Rendon hat die Q'd. Oh nein. Okay. Ah ja, stimmt, der wäre ja auch gekommen. RIP. Ja, Strobo mit einem Run gegen Carter der Unterwelt und Marvin. Jetzt schafft er es heute vielleicht noch gegen Steve zu gewinnen. Gegen Weep zu gewinnen. Und Weep mit einem Win gegen Fran L und Coco. Da Luis die Q'd hat. Luis, der Captain Falcon aus Baden-Württemberg. Aber jetzt habe ich einmal nicht aufs Gameplay geguckt und wir sehen den Cloud von Steve. Den Cloud von Weep. Dachte sich, ich schaffe das auch. Ich schaffe auch, Steve zu besiegen mit einem +1 Matchup. Aber ja. Aber scheint ganz gut zu klappen. Ja. Wir wissen, man muss dazu sagen, dass Cloud wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Charakter gegen Steve ist. Aber wir lassen uns überraschen. Da kommt der Anvil und Reed verliert seinen ersten Stock von Game 3. Wird Strobo vielleicht das erste Game holen? Aber er scheint ein bisschen mehr confident zu sein in diesem Matchup als jetzt gegen Steve. Ja, es könnte die Confidence sein, aber wir wissen auch, dass Weep Steve mit Abstand am meisten gespielt hat. Da ist man auf jeden Fall confident, wenn der einen Puncher oder einen Secondary ausprobiert. Ja. Und hier sehen wir auch, Weep lacht in die Kamera, nachdem er einen Stock verliert und denkt sich, ah, was habe ich nur getan? Warum habe ich gerade Steve aufgehört zu spielen? Aber kriegt den Upsmash auf der Max-Range wahrscheinlich. Gut reacted und Strobo bekommt hier die klassische Steve-Combo ab er. Oh, jetzt habe ich schon wieder gekriegt. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr im Stream. Oh, der Spike und beide bei 1%. Bei 1%, beide auf einem Stock. Strobo bei 0% und Reed gerade bei knapp 90%. Und Strobo holt das Game doch noch nicht. Kriegt aber hier wieder den Upsmash, wo immer noch bei 0%, nevermind. Und Reed schafft es, irgendwie gerade Strobo im Zaun zu halten. Mal sehen, wird Reed das Game 3 mit seinem Secondary oder Funcher oder was auch immer sein Cloud ist, zu gewinnen vielleicht.
kriegt hier die Abi. Und hat hier ein Limit. Oh, war nicht geduldig genug. Vielleicht hat das Limit später noch getroffen, aber er hat, hat sich dazu entschieden, das Limit direkt zu benutzen. Die Fair sah ein bisschen ungewollt aus. Und Schrobo bekommt hier den F-Smash und kriegt das 1-2 gegen sie. Und Weep, wir haben gerade gehört, Weep wechselt wieder zurück auf Steve. Ich soll mal das Headset absetzen und neu aufsetzen. Weep geht wieder zurück auf Steve. Wer weiß, vielleicht fühlt er sich ein bisschen gehandelt gerade. Aber das Game mit Cloud war ja doch ein bisschen knapper als gedacht. Das, ne? Das lief ziemlich gut gegen Ende. Die ersten beiden Stocks hat er ziemlich schnell verloren, aber er hat sie auch ziemlich schnell wieder reinbekommen und hat tatsächlich ein Last-Hit-Szenario herausgefordert. Mal sehen. Ja, wir wissen alle, Schrobo hat tatsächlich ein Game schon gezogen. Das wurde gerade aktualisiert, gerade als ich sagen wollte. Perfekt, die TOs sind hier aktiv am Start. Und wir sehen wieder das Übliche des Steve Dittos. Beide craften, gehen manchmal rein, craften dann wieder. Nichts außergewöhnliches. Wirklich, das ist. Fühlt sich ein bisschen an, wie als würde man so zwei Sandbox. So eine Sandbox zu sehen. Ja. Weil beide immer so irgendwas die ganze Zeit machen. Oh, und der Block hat Schrobo gesaved. Das war ein super gut platzierter Block. Das Setup gerade von Weep hat leider nicht geklappt. Und jetzt steht das TNT vor den Blöcken, aber Schrobo denkt sich, bevor ich irgendeine Scheiße mache mit dem TNT, crafte ich lieber noch. Craftet sich das Diamantzeug, aber stirbt dann auch direkt leider. Oh, das war super gutes SDI, das haben wir gesehen. Aber Schrobo hat gerade seine Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Das Gold-Minecart gewinnt natürlich gegen das normale Minecart. Schrobo ist immer noch am Leben, aber kommt gerade super schwierig zurück zur Stage. Und Weep schafft es, den zweiten Stock zu holen, hat immer noch alle drei Stocks. Schrobo auf seinem letzten Stock, seinem Winner-Side-Stock. Wird er es schaffen, das noch irgendwie zurückzuholen? Oder bleibt es bei einem 3-1? Beide beschießen sich hier mit Minecarts, wollen nicht zu viel riskieren. Minecart ist natürlich. Oh, Schrobo bekommt das Setup. Minecart ist natürlich eine super safe Option, um zu approachen. Nein, erstmal tauschen wir gerade wieder Plätze aus. Und Schrobo bekommt die Down Air. Die killt aber Weep noch lange nicht. Und Schrobo bekommt Minecart into fair. Weep hier wieder. Schwierigkeiten auf die Stage zu kommen, aber hat es irgendwie geschafft. Ist wieder am Main. Und hat immer noch die führende Hand über Schrobo. Kann sich aber alles noch ändern. Es kann sich wirklich alles noch ändern. Weep hat hier die Schutzmauer gemacht, aber bringt nichts gegen die Dash Tech, die doch ziemlich weit nach oben schickt. Gucken und. Oh, okay, er hat sich durch die Blöcke gemogelt. Sah nicht richtig aus. Na, also, ich find's in Ordnung, wenn Steve gegen Steve cheatet. Also, ja, das ist stimmt. Das habe ich gerade nicht gesehen. Das lasse ich Steve mal. Aber Schrobo holt hier den Ausgleich an Stocks, aber hat immer noch 100% mehr, kommt den Grab und Weep bekommt die Back Air. Die killt auch mit Diamond bei 110% und Weep kriegt das 3-1. Die Crowd steht still. Die Crowd